So viel zu dem Thema unauffällig. Aber wir sind da trotzdem ganz gut reingegangen. Wir haben auf jeden Fall von dort alle erledigt. Es ist jetzt in Anführungsstrichen die Verstärkung, die wir jetzt hier noch zu erledigen haben. Er ist weg. Nein, wir sind auch da, aber wir wollen euch killen. Wir haben's. Geil, 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 geil. Och, ich finde es trotzdem noch ganz gut gelaufen. Cool, wir haben ihn. Sehr gut. Oh, erstmal hier weg. Es brennt. 18 von 34 Außenposten. Oh, hier brennt aber jetzt richtig. So. Komm schon, wir haben ihn. Geile Sache. So, den Hund. Machen wir auch mal hier das Fell weg. Es kann natürlich sein, dass da hinten die Leichen verbrennen werden, dass wir die nicht mehr plündern können, etc. Aber na gut. Sind sie ja selber schuld. Was zünden sie sich auch an? Gut. Moment mal eben. Können wir da jetzt hin? Hat's aufgehört? Ah, gut. Super. Doch erstmal Leichen ausplündern. Juhu! Na komm! Okay. Die Muni nehmen wir natürlich mit. Da waren wir schon. Den hier müssen wir machen. Den angemalten Kameraden hier. Der meint, dass schon wieder hier Karneval ist. Da hat er sich so gedacht, malt er sich doch mal lustig an. Aber es gibt immer noch Arbeit. Schau auf die Aushangtafel. Dieses Gelaber immer von den Rakiat. Ja, ja, ja. Und vor allem mal wir haben's. Wenn die mal mithelfen würden. Aber das machen sie ja nie. Aber dann immer von wir reden. Tatütata. Zack, nehmen wir alles mit hier. Okay, dafür hast du trainiert. Was, wer trainiert? Ich sehe von Natur aus so aus. Was sind das denn hier? Ach, schon leicht vergammelte Bananen. Okay, ich glaube, hier haben wir sie soweit. Dann mal wieder einmal hier rein. Cool. Das war wichtig mit diesem Außenposten. Das stach mir noch so ein bisschen negativ ins Auge hier, dieser rote Bereich. Ah ja, gut. Das war so die morgendliche Gymnastikübung, die ich jetzt gerade gemacht habe. So, Laptop haben wir nicht hier. Okay. Munition. Müssen wir noch groß kaufen? Ja, 100, für 152 Dollar. Gut, machen wir mal. Scharfschützenmunition. Ja gut, das hat wahrscheinlich davon denen keiner so beigehabt. Schnellverkauf. 10 Gegenstände, sehr schön. Weil, wenn man sich das nämlich mal so ansieht, ne? Ist doch viel belegt in unserem Inventar. Gut, und hier so Grünpflanzen, die brauchen wir jetzt auch demnächst erstmal nicht mehr einzusammeln. So, gespeichert. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Denn das war ja eigentlich nur ein Zwischenziel gewesen von uns. Wir sind wieder hier völlig bestückt. Verrückt sind wir auch, aber auch gut bestückt. Und jetzt holen wir uns dieses Relikt dort. So, das heißt, wir müssen die Straße da so entlang fahren, über die Brücke und dann links. Eigentlich gucken wir da schon in die richtige Richtung, wenn ich mich dran erinnere. Bald leben wieder nur noch wir hier. So, pass mal auf. Schwupp. So. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Alter Falter. So, noch mal eben kurz gucken. Ach so, hier sind wir jetzt.
Aha, so, dann jetzt da runter und dann rechts und dann links. Yeah. So. Moment mal. Falsche Richtung. Zurück. Ja, das Navi funktioniert hier gerade nicht so gut, ne? Deswegen. Ist das diese Straße da? Und da ist da auch die Brücke. Das müsste diese sein. Yeah. Ja, sicher, alles klar. Das ist es. Um einen Ticken vertan nur. Ist aber ein bisschen blöd gemacht. Uah, so, jetzt über die Brücke hier. Und jetzt links, haben wir gesagt. Moment mal. Das ist doch nicht etwa... Hier sah es nämlich gerade so aus. Da habe ich mir noch so gedacht, das ist doch nicht ein Eingang hier zu einer... Doch, ist es. Jetzt müssen wir noch aufpassen. Hier könnte wieder ein Bär sein. Sieht ja schon cool aus hier, wie so eine Opfergabe hier. Ach, guck mal hier. Ach nee, Gewürze. Und da, das sieht aus wie Kartoffeln und da Chili. Ich dachte schon, hier wären auch wieder diese lustigen Pillen. Ah, Geld nehmen. Und wir haben das Relikt. Und wir haben nochmal Geld. Ah, Fähigkeitspunkt, Fähigkeitspunkt. Fähig, pipig, fufulig. So. Schauen wir mal. Da haben wir erstmal... Okay. Dann... Sag mal, hatten wir nicht den hier genommen? Bogenschützen-Experte? Sag mal, und den hatten wir doch auch. Bescheuert? Hä? Verbessert die Stabilität, diese Fähigkeit lernen? Aber das hatten wir doch. Also ich meine, die hatten wir doch beim letzten Mal ausgesucht. Das verstehe wer will. Verstehe ich jetzt echt nicht. Naja, gut. Wie auch immer. Okay. Dann nehmen wir uns hier noch die Kohle. Also da bin ich jetzt ein bisschen perplex, aber na gut. Irgendwie, naja. Ich könnte schwören, das haben wir uns beim letzten Mal ausgesucht. Warum das jetzt wieder weg war, keine Ahnung. So, wir haben uns auch dieses Relikt geholt. Ach komm, nehmen wir hier die Karre ruhig. Moment mal eben. Können wir vielleicht irgendwie per Schnellreise abkürzen? Was haben wir denn jetzt hier noch? Da ist auch noch ein Schatz oder wie auch immer. Ja gut, müssen wir uns das jetzt nicht unbedingt holen. Verschollene Expedition. Das können wir später machen. Dann würde ich sagen... Wo ist er denn, der... Buggy Bug. Da. Bug. Was haben wir denn da in der Nähe? Vogelhausturm. Vogelhausturm. Aha, da waren wir glaube ich auch noch nicht, ne? Okay, dann gehen wir hier alte Mine hin und fahren dann rüber zu Bug. Buggy Bug. Und dann gucken wir mal, was der alte Bursche uns da noch so anzubieten hat. Für weitere Aufgaben. Okay. Moment mal, was ist das denn? Wo
Muss ich jetzt nicht verstehen. Waren wir hier noch gar nicht? Anscheinend nicht. Wir waren hier anscheinend noch gar nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, wurde es ja mal Zeit, ne? Dass wir hier mal hingegangen sind. Verstehen tue ich das jetzt nicht? Hatten wir den denn nicht selbst erobert? Doch, müssen wir doch. Klar, und hier waren wir ja auch schon irgendwie. Keine Ahnung. I don't know. Aber hier ist auch noch eine Kiste. Da wird eine angezeigt. Jetzt nur die Frage... Ach, da. Die Frage, wo die ist, hat sich dann jetzt erledigt. Gut. Das haben wir. Dann markieren wir uns das jetzt mal. Von hier aus fahren wir ja jetzt dahin. So, da ist, gut, da, ja, da müssen wir durch Straße fahren. Ganz schöner Umweg, ne? Querfeldein wäre richtig geil. Aber einen Hängegleiter haben wir hier nirgendwo. Wäre jetzt optimal für einen Hängegleiter. Gut, Bug. Da haben wir den markiert. Geradeaus, rechts, Hauptstraße folgen. Wenn eine Abzweigung kommt, rechts fahren. Aber das werden wir uns dann sicherlich auch nochmal ansehen. So. Gut, das haben wir. Wie stehen wir jetzt? So, links runter und dann rechts. Ah, also so. Gut, alles klar. Gut. Auf geht's. Da war doch schon wieder ein Hund hinter uns her gewesen. So, und bei dieser lässigen, coolen, chilling Musik machen wir uns jetzt auf den Weg zu Buck. Oh, nur nicht zu schnell werden. Ach, Rakiat. Ey, seid ihr bescheuert? Ja, geh mal. Ja, das ist mal eine Maßnahme. Also, wenn ihr schon die Brücke hier absperrt, dann müsst ihr wenigstens mich noch durchlassen. Hilfe! Ah, müssen wir hier eventuell jetzt rechts? Genau, da müssen wir rechts. Und wir bleiben, halten uns rechts. Und dann kommen wir automatisch zu Buck hin. Buck dem Hund. Okay. Ah, Brücke, Brücke, Brücke. Bloß nicht runterfahren. Hier wird zwar nichts angezeigt, aber... Ist hier rein gar nichts? So, da war nämlich schon was. Ein bisschen haben wir eingesackt. Aber die Kiste ist offen. Das heißt, hier waren wir bestimmt schon. Vermute ich. Oder Buck war in der Kiste gewesen. Dass er es gewagt hat, diese Kiste vor uns zu plündern. Ach, das waren Ziegen. Aha. Und da hinter uns ist ein Relikt. So, komm, wir steigen aus. Da gucken wir jetzt. Hier wird ein Relikt angezeigt. Aber wo? Es muss ja irgendwie wieder unter uns sein. Oder kommen wir da von diesen Minen aus hin? Was? Wo wird denn hier geschossen? Keine Ahnung, kann ich nicht sehen. Aha. So, hier muss aber eine Kiste sein. Da haben wir sie. Ah! Hier kommen wir der Sache näher. Oh, schießen die hier drin? Es halte auf jeden Fall hier drin. Ah, nee, da ist alles zugesperrt. Und wir haben das Relikt. Und damit haben wir 1220. Wahnsinn, wie viele Relikte es hier gibt. Zwergenfoto. Das ist natürlich ganz wichtig. So ein Zwergenfoto. Ich meine, wer will das nicht haben, ne? Ich dachte schon, hier hätte wieder einer Lichtschalter ausgeknipst.
Mhm, da ist noch eine Kiste. Ich hab's doch gerade noch gesehen. Ach, da müssen wir rein. Ich dachte, da hinten wäre frei. Dass das hier hinter der Röhre ist. Ah. Okay. Ja, ist doch geil. So erkunden wir hier schon wieder was Neues. Eine neue Gegend. Ist die jetzt hier in der kleinen... Ja, fast wie eine Latrine. Jawohl. Da ist die Kiste. Oh, hier werden aber viele angezeigt. Mhm. Erstmal kurz hier hinten gucken. Ah, sieh mal einer an. Da ist nämlich schon die erste. Ein Doggy Bag. Bringt uns das was, wenn wir hier mal gucken? Nee. Okay. Hier ist da auch noch irgendwas drin. Oder draußen. Da ist die Kiste. So. Da haben wir noch Geld. Wäre ja schön blöd, wenn wir das hier alles nicht mitnehmen würden. Bevor wir zu Back gehen, da ist noch ein Verbandskasten gewesen. Sehr schön. Das ist doch gut. Das lohnt sich.